So, meine Lieben, ja, ihr merkt, Stranger Things lässt mich auch nicht ganz los und deswegen habe ich hier noch ein zweites Interview. Anberaumt, herzlich willkommen, Miss Sugar und Jörg. Hallo. Hallöchen. Hi. Na, geht's euch gut, ihr beiden? Ja. Ja? Was mussten wir alles in den Schlagzeilen über euch lesen? Wir müssen über ganz vieles sprechen. Erstmal. Wir haben Zeit für dich. Ja, erstmal die Frage, wie kommt man zu Stranger Things? Wie war das? Kam deine Anfrage an euch? Habt ihr euch generell in einem Pool beworben gehabt oder wie war das? Nein, man hat mich angerufen. Ach, echt? Ja. Hat gesagt, hast du Bock hier, Hacienda, Mexiko, paar Tage? Ja, das ist so eine Freundin von mir, die ist auch Reality Star. Und sie sagt, das ist nichts für mich, aber das ist was für dich. Wäre das was? Na, ich so, ja, das ist was. Also es könnte was sein, man müsste nur mal drüber sprechen, worum es da wirklich geht. Und dann haben die uns angerufen. So Wie war lange das. seid ihr denn jetzt eigentlich schon zusammen, ihr beiden? Neun Jahre, Schatz. Sag einfach 9 Jahre, ganz unkompliziert. Also Das 9 Jahre, ist okay. der 27. Juli 2014. Also ist ja im Grunde, glaube ich, von allen Paaren, die drin waren, die längste Beziehung, glaube ich, oder? Bei euch? Ich So wie ich es jetzt weiß das gar zumindest im Kopf habe, aber es ist jetzt auch eigentlich nicht so. nicht. Nee, 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 nee. Da ist Ne? einer, glaube ich, Dann 20 Jahre, Daniela, ne? Christian und Daniela, die sind noch länger, die Die sind, glaube ich, sind seit 22 Jahren. ah, Irgendwie okay, so. dann habe ich es. Okay. Wie hast du dann darauf reagiert, Jörg, als er erzählt hat, hier gibt es eine neue Sendung, RTL, Sex positiv oder wie wurde das verkauft am Anfang? Naja, also grundsätzlich hatte Desi mir das dann erzählt, nachdem sie ihre Anfrage bekommen hat. Und da war das ja bei uns auch schon Thema, was wir eigentlich vorhatten, wo ich gesagt habe, was für ein Zufall. Da könnte man ja mal drüber reden, ob man das, was ich ja eigentlich so mir im Kopf so vorstelle, ob man das nicht mal öffentlich angeht, dieses Thema. Und das, ja, diese Idee habe ich dann halt immer weiter im Kopf rumgesprungen, wo ich dann gesagt habe, okay, komm, dann lass doch mal mit RTL darüber sprechen. Ob das für die interessant ist oder ob das irgendwie zu krass ist, weil es kam halt eigentlich genau passend, weil wir hatten ungefähr so ein halbes Jahr, bevor diese Anfrage gekommen ist, so das erste Mal, oder habe ich generell so diese mal gefragt oder konfrontiert mit meiner Idee. Kannst das nur so, du verdienst mal nur den Kopf, du siehst irgendwie abgehackt aus. Okay. Sieht schöner aus. Sieht so eingedeutscht aus. Setz schon mal gerade hin. Ja, also wir wissen jetzt schon, wer das Heft in der Hand hat, ja. Sorry, ja. Nein, alles gut. Man sagt ja auch nichts so. Genau. Dann seid ihr da hingekommen und hattet dann, wusstet ihr, dass es praktisch Experten vor Ort gibt, die erstmal mit euch ein Gespräch führen, oder war das alles sehr überraschend, als ihr da angekommen seid? Also es war alles total überraschend gewesen. Also wir haben eigentlich gar nicht gewusst, wie es jetzt wirklich sein wird, was da wirklich auf uns zukommt. Wir wussten halt nur so diese Rahmenbedingungen und es geht halt um sexuellen Wunsch. Und alles andere ist halt bis zur letzten Sekunde völlig unbekannt für uns gewesen. Okay, also ihr wusstet nichts von der Sexologin zum Beispiel, jetzt mit der ihr ja zuerst gesprochen habt. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das gar nicht mehr, ob man uns das gesagt hat. Also Ich habe ja irgendwie. ich weiß, dass wir da gesessen haben und gesagt haben, okay, mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Wir werden auf jeden Fall in Empfang von einer Person genommen. Also so war das, glaube ich. Aber wir wussten jetzt nicht, dass es eine Psychologin ist. Wie fandet ihr das Gespräch? Wie hat es auf euch gewirkt? So im Nachgang jetzt auch, wo ihr es vielleicht nochmal gesehen habt, ausschnittsweise? Ja, ich bin ja sowieso nicht so jemand, der ja so psychologischen Kram. Ich nehme das alles nicht so wirklich ernst dann, weil ich brauchte bis jetzt auch noch keinen Psychologen. Deswegen kann ich das wahrscheinlich nicht so ja so nachvollziehen, wenn das jemand brauchen würde. Rede ich das jetzt gerade oder was Nein, erzähle ich nein, da? nein, das ist Also, schon alles, das ist ja, du, das ist ja auch, das ist ja alles völlig legitim. Also bitte, genau, alles ich gut. habe das, also ich brauchte das bisher noch nicht, deswegen kann ich das irgendwie nicht nachvollziehen, dass man einen
ja, Sexpsychologen oder einen Psychologen dann braucht. Aber ich finde es gut, wenn man das natürlich in Angriff nimmt, wenn man halt jemanden da bräuchte. Aber ich brauche jetzt nicht so professionelle Hilfe für mein Sexleben. Ja, und als wir dann da saßen und die dann anfingen, darüber zu sprechen, da habe ich mir nur gedacht, brauchen wir echt jetzt so einen Sexpsychologe dafür? Am Ende des Tages habe ich mir gedacht, okay, das braucht man wirklich. Ja, weiß ich nicht. Wie empfandst du das denn, Schatz? Ich meine jetzt nicht so. Ja gut, also ich bin grundsätzlich jemand, ich lasse mich immer gerne auf Sachen ein. Ich gucke mir Ja. Sachen an. Wir haben da ja auch so eine Tantra-Übung gemacht und sowas. Die wurde gar nicht thematisiert und gar nicht Ah, gezeigt. habt So. ihr den Tantra-Coach kennengelernt, den Ja, meisten, genau. ja? Wir haben Der auch. sah heiß aus, Oder? aber das, was er gemacht hat, ich habe durchgelacht, dass die mit der Kamera so mitgelacht haben. Ich konnte das alles nicht ernst nehmen. Ich kann sowas nicht. Ja, ich. Also Also der der Kerl damit Tantra-Coach hat, sagen, schade, die Outtakes würde ich gerne sehen. ja, also die. das war auf jeden Fall sehr gut gewesen, weil Daisy sollte sich dann nachher breitbeinig vor mir setzen. Ich sollte dann quasi machen und ihre Energie aufnehmen. Ich bin ja so jemand, ich lasse mich ja grundsätzlich immer so auf Neues ein. Unter anderem halt auch auf Gespräche bei so einem Sexcoach und sowas. Ja. Aber hinterher ziehe ich halt immer so mein Resümee und sage, okay, was hat mir das wirklich gebracht? Und wie gesagt, die Sex oder ja, die Sexologin ist ein unheimlich netter Mensch, aber ich bin halt auch jetzt niemand, der auf so dieses psychologische Ja. und Hokuspokus und sowas jetzt wirklich abfährt. Ich lasse mich voll drauf ein, ich ziehe es nicht ins Lächerliche, aber da, wie gesagt, da abschließend kann ich halt sagen, also es hat mir persönlich gar nichts gebracht, weil Das stimmt. ich lasse mir halt auch nichts sagen. Ich bin halt, ja. Also jetzt habt ihr ja dann praktisch eure Fantasie da benannt. Das war ja erstmal von dir, sage ich mal, hat es ja eher jetzt mal so nach, keine Ahnung, nach einem Gangbang-Spezial geklungen, irgendwie, was du dir da vorgestellt hast, ja. Ja. Die Anzahl, weil du hast ja am Anfang irgendwie, glaube ich, gesagt, 8 Männer und deine Frau. Frage, wie viele Hände braucht man für 8 Männer? Nein, man muss das jetzt mal andersrum sehen. Also, dass ich diese Zahl 8 benutzt habe, war eigentlich, das sollte eigentlich nur ein Ausdruck dafür sein, dass es halt schon extremst viele sein sollen. So, damit das Thema Eifersucht, wo ich ja nicht wusste, wie ich damit umzugehen habe, damit sich das so ein bisschen in der Masse verläuft. Und das war im Endeffekt nachher auch so ein bisschen das Problem gewesen an der ganzen Sache, so wie es dann halt gelaufen ist. Ich habe einen Wunsch gehabt, der sollte halt, ich nenne es jetzt einfach mal wirklich Porno-like sein. Willst du So, gerne? und das war halt so mein Wunsch gewesen. Was dann nachher passiert ist, war von RTL wunderschön gemeint, war wunderschön inszeniert, aber es war halt von RTL dann sehr romantisch gemacht. Und das war halt das Problem. Ich habe es Du mir halt wolltest Porno. eher die härtere Gangart, so irgendwie, so keine Ahnung, Bukake-Spezial haben oder sowas. Richtig, genau. Aber Das da kann ist. man doch nicht mit ankommen, wenn man das noch nie gemacht hat. Also. Naja, gut. Ja, also ich kann jetzt auf der einen Seite, zum einen kann ich deine Fantasie, also ich weiß genau, was du da jetzt irgendwie dir vorgestellt hast, ja. Und ich habe jetzt auch gesehen, wie es umgesetzt wurde. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, fühltest du dich nicht völlig überfordert, Desi, damit? Erstmal. Ich war mit der ganzen Situation überfordert. Als er dann immer gesagt hat, hier die 8 Männer, und er hat sich auf die Zahl irgendwie Ja. total eingeschossen. Und ich habe gesagt, es könnten ja, also sagen wir mal, 5 könnte ich mir ja vorstellen. 5. Aber 8 ist schon heftig. Wie soll man das bedienen? Wie soll man denn da. Wie ich gerade schon gesagt habe, diese Zahl 8 war Ich nur. weiß, aber er hat mich ja gefragt, wie ich darauf reagiert habe. Ich weiß ja, dass das jetzt heute so ist, dass du einfach nur 8 gesagt hast, weil es viele sein sollten. Er wollte es wahrscheinlich nicht sagen, eine Menge Leute 20. oder viele Wolltest du oder 20 hast gedacht, so. Oh. 30, genau. Hätte ich auch sagen können. Aber ich muss Ja. ja auch erstmal selber gucken, ob ich überhaupt dafür gemacht bin. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, bei 4 ist ja angenehm. Dann kann man noch reden, da kann man noch, Ja, aber es ist ja kann man genau, besser auf jeden Fall. aber genau da sind wir ja wieder bei dem Punkt. Bei 4 ist dann so die Sache, 4, okay, wer ist denn von diesen 4 der Besten? Bei, ich sage jetzt mal wieder 8 oder meinetwegen auch 20 oder sowas. Da ist das so, okay, das ist einfach nur ein wildes Rumgemache und
Da darf jeder mal, da kann jeder mal Da sich darf vorne jeder leiten. mal, Und ja. Ob ich da bedienen kann, ist nee, aber egal. es geht ja darum, das ist ja das, was ich mir als Wunsch gesetzt habe. Und es ist Oh. halt, wie gesagt, ein romantischer Abend geworden, der auch durchweg schön war. Es war, wenn man auf Romantik steht und diese Romantik mag und liebt und sich das auch genauso vorstellt, dann hätte es nicht besser laufen können. Aber es war halt nicht das, was ich eigentlich vorhatte. Ich Du wollte wolltest halt es die. robuster haben, sagen wir es mal so. Genau, Ja, es war auch genau. romantisch gemacht. Also, Also. jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ihr hattet ja erstmal diese Kennenlernparty. Da hast du ja auch so gar kein Fettnäpfchen ausgelassen, ja? Hast du erstmal gesagt, sie ist älter als ich. Also, Danke, dass du das, danke, dass du das ist mir leider so hängen geblieben, wo ich gedacht ja, habe, mir auch. ey, wärst du jetzt meiner gewesen? Ich hätte einfach mal so zack, ich hätte einfach mir hab ich Danke. mal die Hand ausgerutscht, ja? Was ist das für eine Ansage, ja? Danke, dass du das Thema Ich nochmal fand es auch so ansprichst. übel. Ich wäre am liebsten da ausgerastet. Ich denke, warum ist der denn jetzt so ätzend, ey? Es war aber Ja. gar nicht böse gemeint. Das macht Ja, man aber weil nicht. ich wollte gerade sagen, es kam so aus der Unsicherheit raus oder irgend, also habe ich so, glaube ich, gemerkt, aber es war halt so, dachte, okay, jetzt lässt er auch wirklich kein Fettnäpfchen Und aus. dann hat er noch dabei so gelacht, die ist älter als ich. So voller Freude. Ich denke so, hä, was ist denn für ein Ja, Problem? ich habe dann auch noch so Du gedacht, er tut so, als würde er da jetzt irgendeine Milf präsentieren, ja? ja, als wenn der jetzt 10 Jahre jünger wäre, ne? Aber man So. muss das auch mal auf der Männerseite sehen. Wir Männer sind manchmal sogar stolz, ältere Frauen zu haben. Es gibt Ich bin ein Männer, Jahr älter. es gibt 60-Jährige, die sind stolz, dass sie eine 20-Jährige haben. Es gibt auch 20-Jährige, die sind stolz, dass sie eine 40-Jährige haben. Ja, aber ich bin ein Jahr Und älter. ja, Da trotzdem konnte man ist. nicht mal klar denken, als du zur Welt kamst. Was ist das denn? Ja, Nein, das macht ich, man nicht. jetzt Das mal hast du jetzt gelernt. dieser romantische Abend. So, fandest du denn die Situation zumindest mal in Teilen auch erregend für dich, das reine Zuschauen, oder kam oder hat das Gefühl der Eifersucht überwiegt in der Also Situation? dieser Moment, wo ich da saß und wo ich gesagt habe, okay, dann küsst Steven oder greif ihn mit der. Nein, Also, das ist nicht der romantische Abend. nein, nein, wir reden jetzt schon von dem Kennenlernabend. Oder? Achso, Oder? nee, ich war jetzt schon einen Schritt weiter. Ich Achso, war du warst bei dem beim Sexabend. Date, ja. Es war eigentlich, wie gesagt, alles total cool gewesen. Wir haben da am Pool gesessen, alle zusammen. Wir haben uns unterhalten, wir haben getrunken, ein bisschen mehr getrunken, dass die Stimmung auch ein bisschen aufgeheizter war. Und dann ging es ja Richtung Badewanne. Das waren alles Momente, die waren durchaus anregend für mich. Es war auch durchaus anregend für mich, wo ich dann nachher im Bett, wo es halt zur Sache gegangen ist, wo ich dann auf meinem Stuhl saß und halt auch die zwei Frauen gesehen habe und Daisy. Es gab durchaus diese anregenden Momente, aber es gab halt, ja, Blicke, die ich gesehen habe und auch Gefühle, die im Raum waren, wo ich gesagt habe, okay, das ist hier ein romantisches Durcheinander. Ich wollte ein wildes Durcheinander und es gab ein romantisches Durcheinander. Und das war dann so, irgendwann ist dann aus dieser, ich sag jetzt mal so, 50% Eifersucht, 50% Geilheit, ist dann halt irgendwann so 70% Eifersucht, 30% Geilheit, 80%. Also es wurde halt Hat immer sich gerade weniger, immer weniger. verlagert. Genau, es hat sich irgendwann brutal verlagert, bis dann dieser Punkt gekommen ist, wo ich dann auch gesagt habe, so, danke für den Abend und ich glaube, hier bis hierhin reicht meine Fantasie dann auch. Hättest du eher damit umgehen können, wenn das jetzt, sag ich mal, so ohne großes Vorgeplänkel gewesen wäre, ran an die Buletten? Ja, sage ich jetzt mal. Geil. Ja, schon, weil wie gesagt, also ich glaube jetzt so reflektierend, wenn ich so zurückblicke, dann war es halt einfach diese romantische Stimmung, hat halt bei mir einfach irgendwo dafür gesorgt, dass es halt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Weil sagen wir mal ehrlich, wie ist es denn, wenn man so ein Date hat irgendwie? Du lernst eine Frau kennen in der Diskothek und trinkst mit der kurzen Gläschen, sagst, ey, sollen wir auf Toilette gehen, was auch immer oder so, dann ist das geil. Sitzt aber mit ihr zusammen, sagst, ey, sollen wir morgen Abend mal essen gehen und sowas und gehst dann erst essen und dann am zweiten, dritten Date kommt man dann zur Sache. Dann ist das auch wieder was anderes. Es entwickeln sich halt Gefühle, wenn eine romantische Stimmung entsteht. Also, Meiner Meinung, aber ich stehe ja ich. offensichtlich meiner Meinung falsch da. Nein, nein, nein. Also, ich gehe da mit dir mit. Also, ich sage dir jetzt mal ganz ehrlich: jetzt ein erotisches Erlebnis im Club, ja, irgendwo, im Darkroom oder sonst irgendwo, ja, ist halt nochmal was anderes, wenn du vorher mit dem Typen essen gehst. Ja, Also. das stimmt, wenn ich essen gegangen.
Ja, na ja. Aber guck mal, ich sehe das anders, weil ich muss mich auch ein bisschen mit denen unterhalten und wir haben was getrunken. Ich kann nicht sagen, so, jetzt seid ihr hier, wer will anfangen? Warum nicht? Wie geht denn sowas? Ich kann das gar nicht. Ich muss in Stimmung erstmal kommen. Und ja, wir haben Aber das ein bisschen. dafür gibt's ja Spielchen, dass die dafür sorgen, Darum dass die geht es Stimmung doch kommt. gerade. Nein, man muss sich auch erstmal so rantasten. Erstmal Das ist gucken. halt der große Unterschied, glaube ich, so zwischen Mann und Frau. Da sind wir wieder so, der eine braucht Aber halt die die anderen Romantik waren und der nicht andere braucht so. halt. Keiner von denen ist reingekommen und hat gesagt: Boah, geil, die Türe, mach die Tür zu und da ist die, stürmt drauf. Hat doch keiner gesagt. Aber im Boah. Vorfeld habe ich ja genau das so gesagt, und das ist, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir die härtere Gangart. Dazu Ja, gehört gut, aber kein weißt du, eine Kloß. Wurst auf dem kalten Grill ist auch nichts. Ja, genau. Boah, danke. Danke. Man muss da sich erstmal so, wir haben ja jetzt nicht eine Stunde da gequatscht. Ja gut, aber es kam ja dann danach, war ja dann so, dass die Eifersucht da immer voll da war und deine Laune ein bisschen im Keller ging, oder? Ja, nicht gut. Naja, für mich war vor allen Dingen erstmal wichtig, so ich musste erstmal wieder so das, was mir gehört, irgendwie mir so ein bisschen wieder zurückerobern. Ah, also da kommt jetzt der Jäger ins Spiel, ja? In Rosa. Heute in Rosa. Ja. Kennt der Jäger. Jetzt hast du ja ein bisschen Kritik abbekommen, hast du vorhin schon eingangs gesagt, ne? Gut, ja. Wissen ist gut, hast du richtig Shitstorm bekommen? Ich krieg schon, also wenn ich mein Instagram aufmache, ich lese mir, ich kommentiere eigentlich 90% gar nicht, aber Nein, das darfst du nicht, das soll ich alles lesen. wenn ich mir das so durchlese, ist es schon heftig. Der Typ geht gar nicht, der Typ hat psychische Probleme, der Typ hat ja ein ganz geringes Ego, geht gar Die nicht, der arme Typ und sowas. Frau. Wie kann die Frau nur bei dem Mann bleiben und sowas? Also es wird schon dargestellt, Oh dass ich Gott. der schlechteste Mann auf der Welt bin. Nein, es geht sich nur um diese Situation. Die haben nicht gesagt, du bist an sich ein schlechter Mensch, sondern die reden ja über diese Situation und es ist natürlich nicht fair gewesen. Ich habe gerade eben noch gelesen, wie kann die Frau nur bei so einem Typen sein und sowas. Ne? Natürlich, aber egal. Ja, aber wir haben uns ja darauf eingelassen und es ist halt für die Menschen da draußen, die sehen das ja auch mit anderen Augen, ne? Die sehen nur das, was du ja zeigst, aber wie es ja innen drin aussieht und alles, das kennen die ja nicht. Ja, also in meinen. Das ist ja auch Teil des Experiments gewesen, weil du ja gar nicht wusstest, du hattest ja die Situation auch noch nicht. Das heißt, du wusstest ja nicht, wie reagierst du drauf? Und wie ist die Situation dann auch inszeniert, ja? Also sie war anders inszeniert als in deiner Vorstellung. Und dann kamen andere Gefühle auf, als du dir vielleicht gewünscht hast. So, das war ja letzten Endes mal so, um es auf den Punkt zu bringen, oder? Ja, schon. Also, Punkt. das ist halt, ja, Punkt eigentlich. Es ist eigentlich, diese ganze Situation ist halt schwierig zu erklären und auch, ich glaube, für andere vielleicht auch schwierig zu verstehen. Schau mal, es ist ja genauso, wir haben uns ja wieder dann irgendwann zurückgefunden und haben uns ja kennengelernt. Sie hat ja dann auch mit diesem Erotik-Schrägstrich-Porno-Business angefangen. Aber Wo ich langsam, langsam, langsam. ja, ich will halt da nur so diese Parallele, weißt du, und das, was jetzt gerade passiert. Wo Leute auch sagen, ja, und jetzt steht er hinter der Kamera. Ja, weil das, was jetzt gerade passiert, das passiert ja genau so, wie ich es mir ja eigentlich in meinen Wünschen auch vorgestellt habe. Das, was damals vor der Kamera in Mexiko gewesen ist, war ja fernab von dem, was ich mir so vorgestellt habe. Es ist aber Aber. halt vier, also zwei Männer hatte und zwei Frauen, das war sein Problem. Aber guck mal, ich suche mir halt die Menschen aus, mit denen ich Sex habe. Und wenn ich dann da stehe und es sind nur wirklich, eigentlich waren es nur die zwei Männer, wo ich gesagt habe, 100% diese zwei, eigentlich nur der eine, ne? Aber den anderen habe ich noch zugenommen, weil er auch so ein bisschen mein Typ entsprochen und der war auch nett. Und dann habe ich gesagt, okay, damit er das Gefühl hat, dass wir nicht zu dritt sind. Dann nehme ich mir noch zwei Frauen, weil die anderen Männer haben mir einfach nicht gefallen und die waren auch sehr jung und das ist nicht meins. Es geht Ah, nicht. also junge Boys ist nicht deins. Es kommt, also Außer ich sag dein Mann mal, natürlich, der so viel jünger ist, ne? genau, der so viel jünger ist. Ja, ich kann das nicht, wenn da jemand mir sagt, ich bin 23. Nee, das ist halt, wenn jemand sagt, ich bin 60, da stehe ich schon eher drauf. Oh, okay. Oh. Das ist dann suchst du den DILF, den Ja, Daddy. ich bin das so scharf, wenn ein Mann älter ist als ich.
Kann ich jetzt nicht sagen, ich habe ja so einen jungen Burschen in meiner Ja, Zeit. eben. Na, was soll ich jetzt machen? Wie war das denn, als ihr aus der, so, dann seid ihr aus dieser Villa irgendwie entlassen worden? Wie viele Tage wart ihr da überhaupt gewesen? Drei, ne? Drei Drei. oder vier? Drei Also oder für vier. 3 Tage nach Mexiko mal. Nee, So. wir Nee. waren lange da, aber wir waren noch in Quarantäne vorher und bis das alles losging. Also wir waren insgesamt 2 Wochen da. 2 Wochen waren wir Ah, insgesamt da. okay. 2 Wochen, 3 Tage vor der Kamera. Okay. Und wie ging es denn weiter, als ihr dann praktisch, als die Drehtage rum waren? Ja, wir sind halt wieder zurück ins Hotel und sowas und da Ja, ging aber es dann halt. wir haben ja das letzte Gespräch mit der Therapeutin gehabt und das Ganze hat uns dann nochmal, wir haben uns ja eigentlich die ganze Nacht nur gestritten und ja, und am nächsten Tag halt mit der Therapeutin, Psychologin, Entschuldigung, Wir haben uns nicht und gestritten, wir haben diskutiert. das war schon richtig Streitschatz und wir haben, am nächsten wäre ich auch schon wieder abgehauen, wenn ich nicht im Dschungel gewesen wäre und ja, und dann sind wir halt ins Hotel gefahren. Da habe ich schon gemerkt, so, das ist es nicht. Das ist es ggerade nicht mehr so zwischen uns beiden. Der Er war Vibe die ist weg. ganze Zeit, ja, weil er war die ganze Zeit immer nur mit dieser Geschichte, diesen einen Blick. Und ich frage mich immer noch, wie kann man denn wild gucken und wie kann man denn anders gucken? Und wie er sieht vielleicht nicht, dass ich vielleicht ihn genauso anschaue, weil wenn man halt das aus einer Ferne anschaut, einen Menschen, sieht man immer anders aus, als wenn man halt Aber da sind wir wieder bei so. dem Thema, man kann es einfach nicht in Worte fassen. Ich habe mir solche Filme schon angeguckt. Ich habe mir schon Gangbang-Filme angeguckt und ich weiß, was ist Lust und was ist Leidenschaft. Ach, ich habe auch, sorry, dass ich da unterbreche. Stimmt, der Jörg hat gesagt, als ich das erste Mal geküsst habe, den Steven. Steven habe ich ja geküsst, hat er mir abends noch gesagt, Schatz, ich möchte nicht, dass du noch mal küsst. Das hat er mir nämlich abends gesagt. Und da habe ich gesagt, warum? Weil Küssen was mit Gefühlen zu tun hat. Und ich habe, muss ich ganz ehrlich auch gestehen, ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, weil ich habe geküsst an den Abend. Und ich glaube, dass das vielleicht noch mal so ein, Ja, bei Absprachen sind ja, Absprachen. das war eine Absprache, aber ich war überfordert mit der ganzen Situation, wusste nicht, was richtig noch und falsch und ich konnte gar nicht klar denken und habe halt mit denen rumgeknutscht. Und das hat ihn belastet. Jetzt stand ja, glaube ich, in der Bild, glaube ich, stand, dass ihr euch dann erstmal getrennt habt für eine Zeit. War das Ja, so? es war so. Also Bin ja kurz seid ihr danach erstmal mit dem wieder. Ergebnis raus, dass ihr gesagt hat, okay, jetzt haben wir das gemacht, jetzt sind wir getrennt, schöner Scheiß, oder wie? Nee, Ja, gut, so ist es war natürlich so nicht gelaufen, nicht. ne? Also Also es wir haben halt viel diskutiert. Wir waren ja noch eine komplette Nacht noch in Mexiko und oder zwei, weil wir ja alle zusammen zurück sind. Ja, und dann haben wir halt viel diskutiert und haben halt gemerkt, wir kommen nicht auf den Nenner. Und Mhm. das war so anstrengend, diese Diskussion, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt zurückfliegen, dann müssen auf den Nenner kommen. Wir müssen wissen, was wir jetzt wollen. Und dann sind wir halt, wo wir zurückgeflogen sind, haben wir kaum noch miteinander gesprochen und wir fliegen echt lange. Ja, und dann halt zu Hause, da fühlt man sich dann auch wieder einen sicheren und da haben wir beide beschlossen, wir brauchen eine Auszeit. Jeder geht seinen Weg. Ich wollte ja eigentlich schon direkt von Mexiko aus zu Ah, meinem nee, aber Kumpel, das. weil der war im Grunde um Luftlinie eine Dreiviertelstunde weg, mein Ja. bester Kumpel in Amerika. Okay. Und da wäre ich am liebsten, wäre ich direkt von Mexiko aus hingeflogen, aber dann hätte ich sie halt Alleine gelassen. komplett allein lassen müssen. Und ich bin ja, auch wenn Leute das vielleicht anders sehen, ich bin ja kein Arsch. Und dann bist du von Mallorca aus dann wieder geflogen. Nein, Nee, wir sind nein, nach nach Deutschland geflogen. Deutschland. Wir haben in Deutschland auch einen Wohnsitz. Wir hatten das Haus hier noch nicht. Und dann ist er dann halt nach Mexiko, ach, nach Mexiko, Mann, nach Miami. Und ich bin dann nach Spanien gegangen, weil ich ja hier noch ein Musikvideo gedreht habe. Und dann halt durch mein Musikvideo und dann bin ich halt ins Oberbayern als Künstlerin gekommen. Ja, und habe ich gesagt, dann bleibe ich hier. Und dann habt ihr euch wieder, wart ihr in Drei Kontakt in der Monate. Zeit oder habt ihr mal gesagt, auch Kontaktpause gehabt oder? Also wir haben mal gelegentlich, haben wir WhatsApp ausgetauscht, aber ich konnte das halt auch nicht. Ich musste, glaube ich, Naja, wir auch sind erstmal. verheiratet, ne? Da macht man das ja, ne? Man ist ja nicht Aber so. ich brauchte halt einfach diese Auszeit. Ich brauchte halt einfach auch mal Zeit mit meinem Kumpel irgendwie, der mir halt auch den Kopf gewaschen hat und der mir halt auch gesagt hat, du pass mal, also der,
Er ist eigentlich derjenige, der mich dazu gebracht hat, das Ganze nochmal so ein bisschen zu überdenken und dass ich weder RTL noch meiner Frau irgendwelche Vorwürfe machen kann. Ich hätte es vielleicht einfach noch anders kommunizieren müssen, hätte vielleicht sagen müssen, pass mal auf, so und so läuft das. Also wie gesagt, Reden ist immer der Schlüssel zu allem und ich glaube einfach, dass ich da einfach zu wenig geredet habe. Auf jeden Fall war ich halt in Miami gewesen, mein Kumpel hat halt sehr, sehr viel mit mir gesprochen. Und hat mir halt auch gesagt, du pass mal auf, du bist derjenige, du tust gerade deiner Frau weh. Und es hat halt für mich einfach ein bisschen gedauert, bis ich Unrecht. halt gemerkt habe, irgendwie, okay, ne, ich muss halt auch für mich erstmal so die Situation sacken lassen, reflektieren, mich selber. Und da war halt irgendwann dieser Punkt, wo ich dann halt wieder gesagt habe, okay, ich fliege wieder zurück nach Hause, und mich zurück nach Hause gekommen, nach Deutschland. Und da war meine Frau nicht mehr da gewesen. So, und dann habe ich halt über Social Media so ein bisschen mitgekriegt, dass sie halt momentan wohl dann irgendwie ihre Karriere im Oberbayern gestartet hat. Dann bin ich zurück nach Mallorca gegangen, weil ich wusste ja, okay, wir haben ja eine Wohnung auf Mallorca. Komme ich in der Wohnung an, Schlüssel passt nicht, bin zur Hausverwaltung gegangen, die Wohnung ist gekündigt, die Wohnung war schon wieder weitervermietet. Und dann habe ich gedacht, okay, dann hast du nur noch eine Möglichkeit, da musst du zum Auftritt zu ihr gehen. Und dann habe ich sie beim Auftritt überrascht. Das war aber wirklich eine Überraschung. Beim Singen ist ihr, glaube ich, fast das Mikro runtergefallen. Ja, total nervös gewesen, als ich ihn gesehen habe. Ich denke so, was will der denn jetzt hier? Das kann doch nicht sein. Ja. Ja, Hat mich aber. und das war dann so wieder der Beginn, wo ihr wieder zueinander gefunden habt, ja? Langsam. Ja, auf jeden Fall. Also, er ist ja zum Reden gekommen und ich habe ihn erstmal abgewiesen. Obwohl ich ihn gerne in die Arme genommen hätte, habe ich ihn abgewiesen, muss ich ehrlich sagen. Und ja, und dann haben wir halt die ganze Nacht uns unterhalten und gesprochen. Ja, und dann ist er aber ins Hotel gegangen und ich bin halt nach Hause. Ja, und dann hat er am nächsten Tag angerufen, was machst du? Ich sag so, ja, noch nichts. Und wir wollten uns ja treffen, dann sind wir essen gegangen, haben wieder gesprochen und immer wieder. Und dann war, was ist denn passiert, 14 Tage oder so? Ungefähr. Ja, und danach hat er dann gesagt, was würdest du sagen, wenn ich wieder zurückkomme? Und dann habe ich gesagt, Du ich grinst dabei so freue schön. mich, Ne? wenn du wieder zurückkommst. Ja, ich finde das ganz schön. Ich finde das eigentlich schön, weil, weißt du, ich meine, man macht eine Erfahrung, man macht eine Grenzerfahrung oder grenzüberschreitende Erfahrung vielleicht auch, ja. So, das bringt einen riesen Bruch rein. Und dann, also ich find das schon sehr romantisch, dass du da dann zum Auftritt hingefahren bist und so. Also ich finde das ganz süß, muss ich sagen. Total, fand ich auch. Und ich hätte ihn ja auch, ja, für mich war irgendwie, ich bin verheiratet und ich bin irgendwie so erzogen, man versucht immer erstmal alles, ne? Man lässt sich nicht mal eben so scheiden und man trennt sich nicht mal eben so. Es war auch nicht so für mich, als er weg war, so, du brauchst nie mehr wiederkommen, ich will dich nie mehr wiedersehen. Für mich war das gar nicht so. Für mich war klar, wir haben einen Problem, wir zwei. Wir brauchen erstmal diese Auszeit. Jeder muss seinen Weg gehen, jeder muss drüber nachdenken. Und dann kann man drüber nachdenken, will man das zusammen schaffen, will man zusammenbleiben oder geht man wirklich getrennte Wege. Aber ich bin immer eher für den Weg, wir versuchen es nochmal und wir haben doch geheiratet in guten wie in schlechten Zeiten und wir gehören ja auch zusammen. Und das war für mich wichtig, dass ich das nicht vergesse, dass wir halt ja, uns das Ja-Wort gegeben haben. Wir gehören ja zusammen. Und ich bin halt eher der Typ, wenn ich irgendwie ja, Probleme in der, also für mich über nicht überwindbare Probleme sehe, dann bin ich halt jemand, dann kämpfe ich halt auch nicht weiter, weil jeder Tag ist ein verlorener Tag. Und ich bin da vielleicht auch ein Stück weit ein ziemlicher Egoist und sowas, aber ich sage mir, mein Leben ist immer noch am wertvollsten. Ja, wie auch das klingt jetzt wahrscheinlich wieder doof, ne? Ja. Ich Ja. will auch nicht dafür auch wieder Hate abbekommen, aber Nein. Wirst du. ich glaube, wenn man das so genau reflektiert, dann wird man wissen, was ich meine. Ich bin immer noch der Wichtigste. Also nein, nicht ich bin der Wichtigste, mein Leben ist, glaube ich, das Wichtigste, dass ich glücklich bin. Ich bin halt Genau, nicht so der. niemand ist verantwortlich für das Glück des anderen, ne? Genau, ja. Wer ist denn Genau. verantwortlich dafür, dass ich jetzt glücklich bin? Ne? Wir beide sind verantwortlich, dass wir ein schönes Leben zusammenleben können und uns daran erfreuen beide. Ne? Bei vielen Paaren ist es nur so, er macht mich nicht glücklich, er kann das nicht machen, er macht dies nicht. Mach es selber, ne? Und guck, dass du selber glücklich bist. Und das ist halt zwischen uns beiden. Klar, wir haben jetzt auch gerade wieder die scheiß Show, da hätten wir es mal nicht geguckt.
Da ist ihnen das auch wieder hochgekommen. Wir haben jetzt gestern auch wieder so viele Diskussionen darüber gehabt und vorgestern Man auch. sieht es sogar im Es ist Fernsehen. Man so. sieht es sogar im Fernsehen, finde ich, diese Leidenschaft, die da halt an den Tag gelegt wird. Diese, nicht dieses Porno-like, was ich wollte, sondern diese Leidenschaft, die ich nicht wollte. Und vor allen Dingen halt gebrochene Absprache mit Küssen. Okay. Jetzt seid ihr ja, also ich meine, du hast ja in der Zeit schon mal deine Karriere angeschoben mit dem Oberbayern, ja. Das ist ja auch, ich meine, da kommt man ja auch nicht einfach so rein, ja. Ja. Und parallel habt ihr jetzt zusammen noch eine weitere Karriere gestartet. Die habe ich erstmal alleine gestartet. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich habe mir gedacht, so, ja, also wir haben ja schon darüber gesprochen, was ist, wenn mir das gefällt, aber dir nicht? Ja, und wir haben es halt nicht ausgesprochen. Und mir hat es halt gefallen, diese Situation. Und ich habe mir gedacht, ja, Mann weg, mein Glück ist weg. Warum startest du denn nicht jetzt, machst das nicht einfach weiter und verdienst dabei Geld? Ja, bist ja nicht Und die dann Erste. habe ich mich bei Onlyfans angemeldet, bei Bestfans. Ich habe mich überall angemeldet. Und erstmal so, jetzt bist du angemeldet. So, habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Was wollen die Leute von dir? Ja, dann habe ich angefangen, erstmal Fotos da reinzusetzen und dann so kleine Clips ohne Menschen drumherum, einfach nur von mir und so. Und denke so, okay, das funktioniert. Die wollen dich sehen, die Leute. Ja, und ja, was, alles trotzdem, es funktioniert, aber es funktioniert hier jetzt nicht von heute auf morgen, habe ich jetzt hier nicht Tausende von Follower. Die kennen mich ja alle noch gar nicht. Die wissen ja gar nicht, dass ich da überhaupt existiere. Ich denke, was machst du denn jetzt, ne? Habe ich angefangen, halt Pornos zu drehen. Okay, dann hat er das spitz bekommen, dass ich das mache. Und hat zu mir gesagt, ja, wie kannst du denn jetzt, na, es hat doch alles so wehgetan und jetzt fängst du an, Pornos und Geld damit zu machen und so. Ist so, naja, du wolltest keine Romantik. Jetzt hast du das. Jetzt mache ich keine Romantik. Jetzt mache ich Hardcore. Ja, Ja. und dann habe ich angefangen mit meiner Karriere. Und dann hast du gesagt, okay, dann kümmere ich mich mal um Video, um Technik und um Schnitt und habe gleichzeitig noch mein Vergnügen, das Genau. ich habe ja, ich hab ja, ich hab ja in dem Moment hatte ich ja keine andere Möglichkeit, als entweder wieder zu sagen, nee, das bringt nichts mehr, Cut, oder ich ergreife halt die Möglichkeit und kann halt das erleben in diesem Bereich, den ich ja eigentlich erleben wollte. Hardcore-Porno-Bereich. So, um es jetzt Ja. mal ganz krass zu sagen. So, und dann war ich halt dann beim ersten Mal, war ich dann halt auch mit da, also wo ich das erste Mal dabei war, das war dann halt auch eigentlich genauso, wie ich es beschrieben habe. Es waren mehrere Männer da, es ging wirklich hardcore-mäßig zur Sache. Es wurde vorher 5 Minuten an einem Tisch gesessen, es wurde gequatscht, es wurde gelacht, es wurde getrunken, Es wurde gequatscht, wie machen wir es am besten? jeder hat sich noch einen Sekt kurz auf Ex reingezogen und ich habe dann gesagt, so, dann gehen wir mal alle nach drüben. So, und dann ist das halt genau so passiert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es gab keine Blicke, es gab einfach nur Und er ist der puren Macher. Sex. Und er ist der Macher. Und das liebt er nämlich, dass er nämlich die Leute führt und er bestimmt, wie das alles zu Okay. funktionieren hat. Und da hatte der das halt nicht. Und Aber es ist doch. darüber hinaus ist aber auch noch eure Sexualität zusammen da? Ja, ich nehme, wenn er lieb ist, darf er mitmachen. Wenn er lieb darf sein, dass ich Ja, wieder älter bin, da darf er mal ran. okay. Ja. Aber dann hat es jetzt rückblickend, hat das jetzt für euch, ich meine, nach 9 Jahren Beziehung kennt man sich ja ganz gut, hat das nochmal diese Sendung jetzt dazu beigetragen, dass sich Dinge eröffnet haben oder Horizonte erweitert haben oder sagt, um Gottes Willen, nie wieder würden wir das machen oder wie? Also, Ist das jetzt so euer ich sag mal Resümee? so, unser Sexleben war immer gut. Also wir haben immer bis heute Spaß aneinander. Also es war nie so, dass man sagt, boah, jetzt bin ich schon 7 Jahre mit denen zusammen, oh nee, und unser Sexleben ist gut. Ich liebe meinen Mann. Also ich kann mir das Leben eigentlich nicht ohne ihn vorstellen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich diese Sendung mitgemacht habe. Das hat mich erweitert, das hat mich befreit. Das hat mir das Gefühl gegeben, endlich kann ich mal weitermachen.
nicht nur diese Gedanken spielen lassen, sondern ich kann es jetzt endlich mal umsetzen. Und es macht Spaß, etwas zu tun, wo andere Menschen vielleicht sagen würden, bist du verrückt, wieso machst du sowas? Und das würde ich aber nicht machen. Und ist das eine wow, Schlampe, dies, das? Nein, bin ich überhaupt nicht. Ich bin jemand, der Geld verdient. Ich habe Spaß dran. Und wenn man alles kombinieren kann, ist man glücklich. Und ich bin glücklich damit. Und Jörg, glaube ich auch, oder? Das wollen wir jetzt auch Warte, hören. warte, warte. Er ist auch glücklich. Ja, wie geht's dir damit jetzt so? Würdest du die Sendung nochmal mitmachen? Also, wie ich eben schon gesagt habe, grundsätzlich RTL hat alles toll gemacht. Meiner Frau kann ich keine Vorwürfe machen, ob ich es nochmal machen würde. Wenn die Verhältnisse anders im Vorfeld geklärt sind, ja. Aber so, wenn ich die Uhr jetzt zurückdrehen Aber ja, das könnte war doch jetzt eine Fremdphase. und es genauso ablaufen würde und ich könnte die Uhr zurückdrehen, würde ich sagen, nein. Aber wie gesagt, keinerlei Vorwürfe, das kann ich wirklich nicht machen. Ich kann jetzt nicht sagen, RTL hat mich da in irgendwas reingedrängt, was ich nicht Gar bin. nicht. Nein, es war halt einfach, glaube ich, da der Punkt irgendwo, ich hätte es vielleicht doch anders beschreiben müssen oder mehr darüber reden müssen, wie ich es mir vorstelle, ob man das irgendwie so hinbekommt, ob es halt vielleicht auch mehr ältere Herren gibt und dass es halt wirklich attraktive Herren für Daisy gibt, wo halt die Auswahl auch da gewesen wäre. Es war gar nicht die Auswahl da, um zu sagen, okay, man nimmt jetzt da irgendwie 8 Männer oder was auch immer. Ach, da haben wir Ja? wieder. Irgendwas stimmt da nicht. Also Die wie acht. gesagt, wenn man da halt, ich würd noch mehr kommunizieren, um zu gucken, ob das halt, ob dieser Wunsch anders realisierbar ist. Ja, also gut, aber ich meine, du sagst ja selber, vielleicht hättest du es auch nochmal irgendwie anders definieren müssen, ja, oder so im Vorfeld, ich weiß es nicht, wie viele Gespräche es da ja vorab gab, aber ja, ich kann sagen, ich muss sagen, ich finde, das ganze Format ist doch sehr ästhetisch gemacht. Also ich finde, man hat so das Gefühl, man sieht alles und sieht eigentlich nichts irgendwie so. Also das ist schon, finde ich, von der Machart her ganz hübsch gemacht. Also es Finde ich ist. auch. Die haben sich Mühe gegeben und ich finde dieses Format echt gut gemacht. Wenn da Leute sagen, was ist das denn? Pornografie und was ist. Hallo? Überhaupt nicht. Guck dir Temptation an. Nochmal, da sind die ja nur. Deswegen verstehe ich nicht, warum man bei diesem Format so ein Tamtam macht. Es ist so toll gemacht. So schön. Und die waren alle super nett. Und die ganze Produktion, also ich kann mich nicht beklagen, beschweren. Also Also, ihr dieser fühltet euch auch Bums-TV nicht war in schön. irgendwas reingedrängt oder dass man euch Nein, etwas aufoktroyiert hätte oder auch so nicht. nicht. Die waren nett und haben mal gefragt, die waren so nett, dass sie zwischendurch mich gefragt haben, wie fühlst du dich wohl? Sollen wir hier abbrechen? Also diese Party da, nicht diese letzte Party. Die waren immer nett und zuvorkommend. Also wie man auch schon bei den anderen Pärchen gesehen hat und sowas, wenn da halt schon die Psychologin sagt, da sind andere Sachen im Argen oder sowas. Also ich glaube, da Ja. hat RTL auch sehr, sehr großen Wert drauf gelegt, da halt auch Das war gut. schützend vor allen Dingen voranzugehen und zu sagen, okay, das unterstützen wir aber nicht, das lassen wir hier nicht zu. So und so weit kann es gehen. Wenn wir merken, dass einer der Protagonisten sich irgendwie unwohl fühlt, dann werden wir da einen Riegel vorschieben. Ja, Das hat man halt schon total. gemerkt und das haben die auch gemacht, teilweise bei anderen Kandidaten. Ja, Hä? also das Bei dir fand ich nicht, auch, meinst das du? fand ich auch ganz Nein, gut, dass sie teilweise. eben bei Credo, den haben sie ja praktisch Richtig, genau. rausgenommen, ne, weil sie Genau. gesagt haben, die Beziehung ist nicht stabil genug da oder Genau. ist nicht die Situation im Moment dafür, das Vertrauen dafür gegeben, dass man irgendwie so ein Experiment jetzt startet, ja. Und das fand ich eben auch ganz gut. Also ich muss sagen, weil es wurde ja am Anfang, weißt du, so gerade auch auf der Bild so richtig negativ besprochen, oh, das Bums-TV und so und tralala. Und das fand ich halt, sehe ich überhaupt nicht. Also das sehe ich wirklich, wenn ich mir jetzt wieder höchstwahrscheinlich, also wenn ich mir jetzt wieder I the One anschaue, da sehe ich billigeren Sex, ja. Höchstwahrscheinlich, ja. Ja, Ja, es also, ist so. Wunder hey, ich mich. ich, Charming Boys, ja, da wird der eine oral bedient und der es gibt, übergibt sich dabei. Also das wurde gezeigt, ja. Also Ich muss verstehst das du? mal vorstellen. Ja, also das ist doch billig, oder? Ja, voll. Ja, Also. also das ist krass. Und dabei ist Stranger Things so warm, ja.
herzlich. Und die haben gezeigt, das, was in verschlossenen Räumen gemacht wird, aber auf einer richtig edlen Art. Ja, also es hat mir auch echt gut gefallen. Das Ach freut uns. Mensch. Ja, ihr habt mir auch sehr gut gefallen. Vielleicht sieht man euch ja mal noch in einem anderen Reality-Format, wer weiß. Nächsten Monat. Nächsten Monat kommt Ja, was. stimmt, RTL 2 war da was, ne? Glaube ich, so Da kommt ganz noch was. dunkel. Also, du siehst uns nicht das letzte Mal. Muss man nach Mallorca kommen, aber Mallorca Ja. und ich sind keine gut, das sind nicht gut Freund, ja. Nein. Nee, ich habe ein ganz schlechtes Mallorca-Karma. Ich habe immer irgendwelche Katastrophen. Aber gut. Dann musst du woanders auf Mallorca hin. Es gibt auch andere Ecken, die dich nicht so Also, ärgern. dann danke ich euch auf jeden Fall mal für das Gerne. Gespräch. Sehr gerne. Und ja, verlinkt mal eure Profile, auch unten eure Instas und so weiter. Im Video könnt ihr natürlich gerne folgen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und sage bis zum nächsten Mal. Ja, super, danke. Ciao. Ciao. So.